Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends News Update. Zweites Video für heute. Es ist ein Easter Egg über das Wraith-Event aufgetaucht. Und zwar in diesem Labor, was ihr ja kennt, unterirdisch, ist ein Raum mit einer fetten Tür. Das ist eine ganz normale Tür, wie es die anderen Gebäude auch haben, nur dass die sich nicht öffnen lässt, einfach so. Man muss 3-4 Mal dagegen treten, bis sich dieser Raum öffnet. Ich zeige euch jetzt hier gleich den Weg dorthin, damit ihr das selber mal erkunden könnt. In diesem Raum befindet sich ein Laptop, ganz deutlich zu sehen, da leuchtet auch das Display und da könnt ihr eine Sprachmemo abspielen. Ich spoilere jetzt hier nicht komplett, aber man hört, dass es wohl sichtlich über das Wraith-Experiment geht. Wenn ihr das selber versucht und das klar hören wollt, macht das am besten ohne Teammates oder am besten, also ich bin außerhalb der Zone gewesen, meine Teammates waren schon down. Das Problem ist, wenn du die Memo abspielst und ständig Teammates in der Nähe sind, die irgendwas anpingen oder irgendwas erzählen, stört das die Sprachmemo. Und ich war dann schon außerhalb der Zone, musste noch ein bisschen experimentieren mit den Sounds, musste auch die Geräuschkulisse komplett von der Zone runterschrauben, damit man die Sprachmemo komplett hört. Ich zeige euch jetzt den Weg dahin, viel Spaß dabei und das war's schon von mir. Und hoffe, dass ich euch das hier noch zeigen kann, bevor ich drauf gehe. Und hoffe natürlich, dass der Sound passt. Okay, hier ist schon mal die besagte Tür. Erster Bericht der leitenden Forschungspilotin Renee Blasey. Der Test unserer neuen Phasenverlagerungstechnologie wurde von der Aeris-Division der IMC genehmigt. Mein Kollege Dr. Singh ist diesbezüglich misstrauisch. Aber ganz ehrlich, mich interessiert nur, ob es wahr ist oder nicht, dass unsere Dimension nicht die einzige ist. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Freiwillige. Sonst muss ich es selbst machen. Es gibt viele Straßen da draußen. Wer weiß, wohin sie führen. Projekt Wraith, aktiv. Auf jeden Fall interessante Geschichte, wie ich finde, wenn man genau hinhört. Ich hoffe, euch hat das kleine, kurze Easter Egg Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen dafür da. Wenn ihr von Apex Legends keine weiteren Informationsvideos, Patch Notes, Updates Video und so weiter, wie zum Beispiel das von heute Morgen, verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, seid ihr bei mir genau richtig. Livestreams gibt es auch regelmäßig. Das soll es soweit von mir jetzt gewesen sein und eventuell gibt es sogar noch ein drittes Video heute oben drauf. Schönen Mittwoch noch, macht's gut, ciao.